Kennst du das, wenn du dich verliebt hast? So ein bisschen ist das mit Hinsebeat irgendwie. Und das ist jeden Tag stehst du aufs Neue auf und du kannst an nichts anderes denken, außer daran. Und diese ganzen Kalendersprüche und so kann ich jetzt erst nachvollziehen, weil es stimmt. Also, wenn du an etwas nicht aufhören kannst zu denken und du musst weitermachen, dann musst du weitermachen. Und das tust du dann auch einfach. Und das fühlt sich auch nicht für wie Arbeit oder irgendwas an, sondern ja, es gibt dir ganz viel zurück, was man aber nicht in Worte, nicht in Geld oder irgendwas fassen kann, sondern das ist viel höher. Weil es einfach ihr Leben verändert. Im positiven Sinn, in allen Richtungen. Nicht nur, weil man etwas mit Leidenschaft macht, sondern es ändert auch die Persönlichkeit. Es macht ja mehr Selbstbewusstsein, Körpergefühl. Es ist einfach ja eine komplette Veränderung mit einem selbst und alles nur im positiven Sinne. Wenn du in den Kurs rangehst, du hast scheiß Laune, du kommst positiv raus, das ist einfach klasse. Das verändert deinen Körper im Außen, das gibt dir Kraft, du hast ein geiles Gefühl, wenn du rauskommst. Diese Kombination von der Musik und vom Spaß ist es nicht einmal so übertrieben anstrengend. Also man merkt es dann nachher erst die Tage danach mit dem Muskelkater, dass man was richtig Krasses gemacht hat. Aber in dieser Zeit mittendrin, da kombiniert das einfach alles so richtig cool. Was mich halt wirklich fasziniert, dass es wirklich von jedem Alter ausgeführt werden kann, dass das nicht so eine bestimmte Zielgruppe ist, sondern dass ich sowohl die 16-Jährigen als auch ich habe Teilnehmer, die sind schon fast 60, trotzdem auch mitnehmen kann und jeder geht zufrieden aus dem Kurs raus. Und die Musik, also die Musik ist einfach, die führt einen ja quasi, die pusht einen dadurch. Innerhalb von einem halben Jahr auf einmal alles verändert. Meine Kurse sind super angelaufen. Ich hatte richtig Bock, was Neues zu starten. Viele Anfragen auch in meiner Stadt durch Fitnessstudios, Vereine und so weiter. Und ja, stehe jetzt hier und bin einfach nur froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe damals. Sondern ich habe halt wirklich was gesucht, wo man richtig spürt, da ist Herz drin und da ist eine Vision hinter. Und da stehen Menschen mit voller Leidenschaft dahinter, die was aufbauen wollen, so wie es halt bisher noch nicht wirklich gibt. Und ich fühle das einfach so krass und ich fühle auch, dass die Leute so Bock haben, dass ich erst so nach dem Cooldown denke ich mir so, oh wow, okay, jetzt bin ich ja wieder bei mir. Es ist so ein, weiß ich nicht, so ein Überfokus, keine Ahnung. Es ist voll der Blackout. Ich erinnere mich voll oft auch gar nicht an den Kurs, weil ich das so krass fühle. Ich bin einfach voll dabei. Aber das, was wir haben, und das sagen auch alle Teilnehmer und Rinnen, das hat keiner. Diese Community, dieses Familiengefühl, dieses, ja, die wollten jetzt auch schon kommen, lass uns mal zusammen essen gehen oder ich finde es so toll in der Gruppe. Und also es ist jetzt nicht nur das Training, da ist auch noch mal was anderes entstanden. Durch Hitzebeat habe ich quasi wieder entdeckt, wie viel Spaß eigentlich es auch macht, sich selber zu bewegen, und hatte dann endlich wieder was, was mich selber so gepusht hat. Habe 10 Kilo abgenommen dadurch. Genau, habe einfach entdeckt, wie viel Spaß eigentlich so eine Bewegung tatsächlich macht. Genau. Ich finde einfach, das Gesamtpackage ist es absolut wert, diese Ausbildung zu machen, um nicht nur jetzt andere damit zu begeistern, sondern erst auch mal bei sich selber anzukommen, sich selber persönlich weiterzuentwickeln und dann genau diese Entwicklung dann auch weiterzugeben. 5, 6, 7, 8.